Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Abend ist anders und diese Nacht, sie waren es schon immer. Die Klänge, die Farben, der Geschmack und der Duft. Anders war das immer, aber so wie in diesem Jahr noch nie. Die Einschränkungen durch die uns alle erfassende weltweite Corona-Epidemie, die Sorgen vor Infektion, die Sorgen um Erkrankte mit leichtem oder schwererem Verlauf, die Gedanken, die wir uns machen, wie alles weitergehen wird und was da noch kommt. Nein, ein solches Weihnachten haben wir noch nicht gefeiert. Aber bedenken wir, anders sollte es ohnehin sein. So wollte das Gott. Gott wird ein Kind, ein Menschenkind. Seine Liebe zum Berühren, zum Begreifen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer mag das wirklich verstehen? Aber feiern können wir es. Und indem wir es feiern, wie immer alles steht und geht, indem wir es beginnen zu feiern und uns der Freude dieses Anlasses und dieser tiefen neuen Wahrheit öffnen, da fangen wir schon an, es zu begreifen. Willkommen zur Christvesper in der Marktkirche am Heiligen Abend 2020. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern, von seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich.
das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Berge im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Er kommt zu richten das Erdkreis. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gnädiger Gott, staunend hören wir die alten, neuen Worte. Ein Kind ist uns geboren zum Heil aller Welt. Du, Gott, wirst Kind, damit wir wahrhaft deine Kinder sind. Du wirst arm, damit wir an Hoffnung reich werden. Dein Licht durchdringt die Schatten, die uns umgeben. Öffne uns die Herzen, so bitten wir dich, und mach unsere Sinne hell und weit, dass wir dich fassen mit allen deinen Freudengaben. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir im Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Es ist ein Die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Oh, Jesulein süß, oh, Jesulein mild, des Vaters Willen hast du.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe weihnachtliche Gemeinde, fürchtet euch nicht. So rufen es die Engel den Hirten zu, die vom himmlischen Glanz geblendet sind. Fürchtet euch nicht. Dieser Ruf gilt auch uns, gerade jetzt, gerade heute, wo sich viele fürchten. Wir haben gerade große Sehnsucht nach einer Welt ohne Furcht. In der heiligen Nacht spüren wir sie ganz besonders, diese große Sehnsuchtsmelodie nach einem Ort, wo das Leben ganz, die Zukunft offen und das Miteinander liebevoll ist. Und, oh Wunder, das klappt ja auch in vielen Familien aller Art, die heute zusammen oder getrennt oder über Zoom Weihnachten feiern können. Auch wenn das heute vielleicht für viele furchtbar ist, aber vermutlich vernünftig. Apropos vernünftig. Wie vernünftig ist das eigentlich, an einen heruntergekommenen Gott zu glauben? An einen Gott, der Mensch wird wie du und ich und der herabsteigt aus seiner himmelfernen Welt in die Niederungen unseres Alltags? Denn es ist ja schon erstaunlich, wie wirksam die Geburt Jesu in einem Nest am Rande der Welt vor über 2000 Jahren bis heute geblieben ist. Dort in der Krippe in Bethlehems Stall werden Maria und Josef das Kindlein wohl kaum froh betrachtet haben. Maria und Josef, ein sorgenvolles, unverheiratetes Paar aus der Unterschicht. Jesus, ein uneheliches Kind zur Unzeit. Es gibt kein eigenes Dach über dem Kopf, noch nicht einmal ein eigenes Bett. Im Ernst, das ist alles andere als der Start, den man einem Neugeborenen wünschen kann. Aber eben weil das alles so ganz anders losgeht,
als wir uns das so vorstellen, geht dieses Bild auch geradeaus ins Herz. Gottes Uhren ticken anders, als es in unserer Welt üblich ist. Wieso? Weil dieses Kind nichts hat, nichts kann und nichts bringt. Jedenfalls nichts mitbringt. Es ist auf Gedeih und Verderb auf andere angewiesen. Seine Zukunft scheint schon vorbei, noch ehe sie begonnen hat. Die Karriere des Christkinds beginnt ganz unten, aber sie hat die ganze Weite des Himmels über sich, geborgen in Gottes Nähe, gefüllt mit Gottes Liebe. Ein machtvolles Gegenbild eines völlig Ohnmächtigen. Dessen Geburt wird heute kreuz und quer über den ganzen Globus gefeiert. Und die Engel singen wieder: Fürchtet euch nicht. Liebe Weihnachtsgemeinde, es ist dieses Bild vom Kind, das Weihnachten werden lässt. Dieses Bild erinnert an das eigene Leben und an das, was im Leben wirklich wesentlich ist. Dass wir alle zusammen Kinder Gottes sind, beschenkt mit einer offenen Zukunft, und dass wir Geschwister sind, Geschwister des Kindes in der Krippe. Im zugigen Stall von Bethlehem beginnt das Neue. Da ist alles offen, im wahren Sinne des Wortes. Und da setzt eine Verwandlung ein, die zu Herzen geht. Die drei Weisen bringen Geschenke in den Stall, die Engel singen und aus dem armseligen Stall wird Gottes Haus. Aus Maria wird die Himmelskönigin und aus den Hirten seine ersten Follower. Mitten in der Fremde wird Heimat. Mitten in einer trostlosen und gottverlassenen Gegend wird Gott Mensch. Mach's wie Gott, werde Mensch, hat der Limburger Altbischof Franz Kamphaus eines seiner Bücher genannt. Gott öffnet dir dazu die Tür, damit du wachsen und gedeihen kannst, berufen, Segen zu verschenken. Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist ja das Geschehen in dieser Nacht. Gott bleibt nicht bei sich, hoch oben im Himmel, ganz fern und so, wie wir ihn uns vorstellen, mächtig und stark. Gott lässt sich selber los. Er lässt sich sozusagen vom Himmel fallen, hinein in unsere menschlichen Hände. Er vertraut sich uns an und traut uns so unser Leben zu. Gott lässt zu, dass es Weihnachten wird und verzaubert so uns und die Welt. Und jeder und jede von uns ist gemeint. Ja, diese Geschichte, diese heilige Nacht ist wirklich unsere Nacht. Fürchtet euch nicht. Diese Worte sind der Keim unseres Lebens. Er treibt die Wurzel, die uns leben lässt. Habt keine Angst. Und wir hätten wahrlich Grund genug zur Angst. Die Angst ist ja so unbestimmt in diesen Tagen. Sie entzündet sich vielleicht schon an einem unmaskierten Gesicht, das wir beim Vorbeigehen in der Fußgängerzone erblicken. Sie kommt daher in einem Gefühl, das wir nicht so recht einordnen können. Oder im Betrachten von Statistiken und Kurven, die ständig nach oben gehen. Und genau da hinein spricht der Engel: Fürchtet euch nicht, auch in diesem Jahr. Das klingt momentan wirklich wie von einem anderen Stern: Fürchtet euch nicht. Aber wieso sollte das nicht auch heute gelten? Ist Gott etwa nicht da, nur weil das Virus da ist? Fürchtet euch nicht. Das will ich auch jetzt hören. Daran halte ich mich fest. Mitten in der Angst ist auch Freude. Mitten in der Angst ist auch ein Lächeln. Mitten in der Angst sind auch helfende Menschen. Das gibt es ja alles, trotz Corona und mancherorts vielleicht gerade wegen Corona. Mitten in der Angst, mitten in der Sorge, die Engel. Liebe weihnachtliche Gemeinde, wie werden wir in einem Jahr diese Geschichte hören? Abgesehen mal von unserem ganz persönlichen Ergehen. Werden wir sie erleichtert hören, weil wir alle schon geimpft sind? Jedenfalls die, die das wollen. Werden wir wieder an der Krippe zusammenkommen mit über 1000 Menschen hier in unserer schönen Kirche, wie in all den Jahren? Und wie wird es um unseren gesellschaftlichen Frieden bestellt sein, um unsere Freiheit und unsere Weltoffenheit und Gastfreundlichkeit? Wird uns unsere Angst regieren oder unser Menschsein? Fürchtet euch nicht. Die Antwort liegt in dieser Nacht. Der uns versprochene Friede passt nicht in Worte. Man muss sich auf den Weg machen.
Man muss ihn suchen und sehen. Er liegt ruhig in unserer Mitte, der Friede. Friede und Segen werden Fleisch und Blut, werden ein Mensch. Ein Mensch trägt sie zu uns hinein. Friede und Segen sind uns in die Hände gegeben. Wir können sie tragen, bewahren und stärken, damit sie wachsen und groß werden. Jeder und jede von uns trägt seit Weihnachten jeden Tag eine Sehnsucht und eine Hoffnung nicht nur für sich selber, sondern für die ganze Welt, für jeden anderen Menschen. Große Freude ist allem Volk in dieser Nacht widerfahren. Uns ist diese Freude widerfahren. Liebe weihnachtliche Gemeinde an den Bildschirmen, ich weiß nicht, ob dieses Versprechen, diese Freude uns heute wirklich berühren. Vielleicht müssen wir die Vorstellung aufgeben, als hätten wir alles in der Hand und unter Kontrolle. Müssen die Vorstellung aufgeben, als könnten wir uns absichern gegen die Ungewissheiten unseres Lebens. Das lernen wir ja im Moment sehr schmerzlich, dass wir wenig unter Kontrolle haben. Vielleicht müssen wir erst mal akzeptieren, dass wir das sind, was wir sind. Menschen auf einem unsicheren Weg, dessen Verlauf wir nicht kennen. Menschen, die wenig in den Händen haben, auch wenn sie viel besitzen. Menschen, die selber angewiesen sind auf Barmherzigkeit, die menschliche und die göttliche. Von Maria wird gesagt, dass sie alle diese Worte in ihrem Herzen bewahrte und bewegte. Wir haben es eben gehört. Und vielleicht ist das das Einzige, was wir heute wirklich tun können. Dieses Wort vom Kind und seiner rettenden Kraft zu uns zu nehmen und in unserem Herzen zu bewahren und sie zu bewegen, immer wieder. In ihnen steckt die Kraft der Hoffnung. Sie gelten nicht nur für heute Abend, sie gelten auch am Tag. Und sie reichen für ein ganzes neues Leben. Und deshalb gesegnete Weihnachten Ihnen allen. Amen. Ich stehe. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, anders ist diese Nacht als die anderen. Tiefer das Dunkel, strahlender das Licht, bedrohter das Lebendige, alles Zarte, Schwache, alles Kleine und doch stärker und kräftiger und mutiger das Leben, das du Gott selber bist. Wir hören die alte Geschichte und sie wird von Neuem unsere eigene. Mit den Hirten kommen wir und hören und sehen das Wunder dieser Nacht. Jesus Christus, dein Licht. Hab Dank dafür. Wir brauchen es sehr, dieses Licht.
Denn wie geht es weiter in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten großer Bedrohung weltweiter Pandemie? Wird es gelingen, den richtigen Weg zu finden, gemeinsam, oder wird es uns zerreißen? Wir stehen bei denen, die am stärksten getroffen sind. Wie stehen wir ihnen bei? Die ihre Gesundheit verlieren, womöglich ihr Leben oder die wirtschaftliche Grundlage. Wir bitten dich, stärke allen, die in diesen Tagen entscheiden müssen, das Herz und den Verstand. Hilf uns allen, an je unserem Platz das Richtige beherzt zu tun. Hilf uns, einig zu bleiben und uns gegen Hass und Ausgrenzung zu wenden. Lass uns über unseren eigenen Sorgen die Verantwortung für die anderen, die Nachbarn, die Welt nicht vergessen. Gib uns weihnachtlichen Geist, also den Geist der Kindschaft und des Beginns, dass wir getrost, wie still und schlicht es immer sein mag, dieses besondere Weihnachtsfest feiern, wissend, in dir sind wir eins. Und so beten wir auch voll Vertrauen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Weihnachtskollekte ist wie jedes Jahr für Brot für die Welt bestimmt. Da es schwierig wird, in diesem Jahr sie einzusammeln, darum weisen wir gerne darauf hin, es gibt die Möglichkeit, online zu spenden. Der Hinweis findet sich auf der Homepage der Marktkirche, auch im Gemeindebrief Carillon. Herzliche Einladung, an die zu denken, denen es in diesen Zeiten besonders schlecht geht. Und nun, wo und wie immer Sie diesen heiligen Abend verbringen. Wir wünschen von Herzen ein getrostes, ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir gehen in diesen Abend unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Dies gewähre der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.